Ich musste mein geliebtes Spanien verlassen, weil ich in Berlin studieren wollte. War in Berlin, 68er-Generation, kann man sich ungefähr vorstellen, was da in Berlin los war. War einsam und verlassen, weil ich wollte einfach aus Spanien nicht weg. Und lerne in einer Kneipe einen Südamerikaner, einen Kolumbianer kennen. Und er war stellvertretender Botschafter in Berlin. Gustavo hieß er. Und dann haben wir uns getroffen und nochmal getroffen. Und irgendwann merkte ich, ist ein bisschen anders. Er sah sehr gut aus. Wir zogen zusammen, was für mich als Student natürlich genial war, weil er hatte eine geile Wohnung und ein Auto. Wir haben abends auch immer zusammen in einem riesengroßen Doppelbett gelegen und dann kam halt schon mal so die Hand oder so und dann hast du halt mal wieder so gemacht. Und dann haben wir uns abends immer Geschichten vorgelesen. Ich habe schon immer gerne gelesen, Lessing, die deutschen Klassiker. Lass doch meine Geschichten weg, komm zum Punkt. Ja, nein, das gehört dazu, weil das war der Hauptpunkt. Ich habe mich da sau wohlgefühlt, ich wollte ja Germanistik studieren und habe mich da wohlgefühlt ohne Ende und konnte Spanisch sprechen und. So, und irgendwann sagte er, du, ich liebe dich. Und fragte, ob er mich küssen darf. Und ich gesagt, ja, sí, haz lo que quieras. Nein. Was, ja, Moment. So, und dann kamen die Lippen und dann kam bei mir ein Schauer und ging nicht. Also war wirklich wie abgeblockt. Ich hätte es, muss ich fairerweise dazu sagen, ich hätte es mir gewünscht, weil ich bei keinem Mädchen zuvor dieses alles hatte, was ich bei dem Mann hatte. Ne? Aber sexuelle ging wirklich definitiv nicht. Auch wenn das nur so beschrieben hat, so, dass es nicht zum Kuss kam. Aber ich glaube, er hatte eine sehr enge Bindung zu Gustavo. Also um die Frage explizit von vorhin zu beantworten, nein, ich hatte keine sexuelle Erfahrung mit einem Mann. Das passt so zu dir, so eine kolumbianische Geschichte. Ja. Und dann so auf Spanisch alles. Und das wedelnde Haar sehe ich immer so. Die Geschichten von Goethe, haben sie sich vorließen und Gustavo so, ja, ich bin, Jörg, ja. Ich bin, como está? Ja. Can I kiss you? Ja, okay. Oh, nee, Gustavo. Hör mal. Haz lo que quieras, pero déjame en paz. Lachen, keiner hat verstanden. Ja.